Hast du wirklich gestört? Ja, das ist egal. Also, und dann machen wir jetzt. Gehen wir. Sadres Mora. Ja, gehen wir zu Sadres Mora. Also mit göttlichem Eingriff. Ja, ein bisschen blöd gerade. So, Drohnenfeederring. So, dann gehen wir jetzt zum Magier. Wir gehen jetzt nach Hause Zeug ablegen. Eigentlich müssten wir wieder ein paar Seelen fangen. Es ist mir eine Ehre. Worüber sollen wir sprechen? Boah. Alle immer gleichzeitig. Mit Vergnügen, bitte sprecht nur. Nein. Ich bin ganz. Geht hier gleich wieder weiter. Willkommen. Eigentlich wiegen wir nur wegen den Seelensteinen so viel. Das heißt, wir müssten wirklich mal wieder Seelen sammeln. Der D drauf. Aber für die großen Seelensteine brauche ich halt schon mächtige Kreaturen, wie zum Beispiel eine goldene Heilige oder so. Ein D drauf haben wir ja gerade gesehen, aber. Ja. Das hat nur ein D drauf. Ach, warte mal. Und wir tragen den Geißel ja mit uns herum. Wie viel wiegt der denn? Der wiegt, wo steht's? 30 Kilo. Ja, ist auch einiges. Und rohes Ebenerz, 10 Kilo. Kein Wunder, dass wir schon wieder überlastet sind. Wo wollt ihr hin? Ich möchte nach Pelagiat. Ha, wir sind noch drin. Einen sonnigen Tag, dir Freund. So, da kommen jetzt erstmal die Zutaten weg. Bittergrünblätter, Kombeere, Dädraherz, Harz, 2x Heidekraut, 23x Knochenmehl, 5x Krabbenfleisch, ein Kammersekret, ein leuchtender Husula, 2 Läuferfedern, ein rohes Ebenerz, einmal Schlamm, Schuppen und Supulus. Die beiden werden verkauft. Dann brauchen wir ein neues Leuchtmittel. Ein einzelnes. Hier zum Beispiel diese Reiselaterne. So, das hier können wir wieder tragen. Dann haben wir hier noch ein bisschen was zum Ablegen. Erstmal die Wurfsterne. Dann haben wir was zum Mitnehmen. Nämlich die Eisenpfeile. 145 kommen wieder runter. So, und die Geißel. Wo legen wir die denn hin? Die Geißel. Die kommt dahin. Oder? Ist da oben noch Platz? Nicht mehr viel. Könnten wir da hinlegen. Ah. Ja, besser. Kleiner Streitkolben. Aber nicht schlecht. So, dann wiegen wir nur noch 397 Kilo. Oder nur noch in Anführungszeichen. Wir tragen ja zum Beispiel 20 Kilo große Seelensteine mit uns herum. Und 15 Kilo nochmal große Seelensteine. Das sind 35 Kilo. Da wären wir ja nur noch bei 362 eigentlich. Wir haben sogar zwei unbedeutende Seelensteine. Also wir haben jetzt jeden Seelenstein mindestens zweimal. Wir könnten eigentlich wieder jede Seele sammeln. Ich auch nicht schlecht. Dich. Machen wir doch gleich Willkommen. Wieder Rückkehr von hier aus. Ja, da ist das Krypto. So, wie machen wir jetzt weiter? Jetzt gehen wir mal darüber. Irgendwie. Wenn möglich. Ja, komm, ich will darüber. Ja, geht.
vorne habe ich was gesehen. Genau, da gibt's Flora. Vielleicht gibt's ja auch einen Eingang oder so. Oh. Mist. Stirb ab Schaum. Na gut. Du wolltest es so. Also, Salpuder Schara. Seid ihr auch feindlich? Ja. Ihr werdet unendlich leiden. Nein. Mein Leid hat irgendwann ein Ende. Deines aber schon jetzt. Stirb, Abschaum. Und du lebst noch? Talkin Ashardat. Und hier Raishi Erarbadon. Okay. Was haben wir hier? Abgenutzte Truhe. 50 Draken. Nicht schlecht. Wieder gefährliche Aschländer getötet. Schön. So, ich habe da hinten habe ich irgendwas Rotes gesehen. Ein Droik. Was? Ich wollte dich doch gar nicht töten! Von dir hätte ich auch die Seele stehen können. Wieso kommst du daher? Naja. Zumindest ein Kilo weniger beim nächsten Mal, wenn wir zurückgehen. So, und wir haben dann hier das hier auch ein bisschen. Okay, da geht es irgendwie nicht weiter. Dann gehen wir lieber da weiter. So. Da ist irgendwie ein Gebirge oder so. Ah, hier geht es wieder ein bisschen runter. So. Von dir kriege ich, glaube ich, auch eine gewöhnliche Seele. Ich versuch's mal. So, was war es? Gewöhnliche Seele. Hurra, jetzt sind die schon mal weg. Ah, dann haben wir keine gewöhnlichen... Ah! Unbedeutende Seele. Sehr schön. Eine unbedeutende Seele muss noch weg. Das sind schon wieder Aschländer. Das weiß ich aber nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal da lang, weil da ist nämlich dieser Arm hier. Den möchte ich jetzt zuerst mal erkunden. Hör das an. Eine unbedeutende Seele habe ich noch frei, oder? Ja. Hallo, Schlachterfisch. So. Damit sind es 2,2 Kilo beim nächsten Mal weg. Und 40 Kilo haben wir noch vor uns. Oh Mann, 40 Kilo Seensteine. Wer trägt schon 40 Kilo Seensteine mit sich rum? Nur ich. Ja, hier geht's ja nur in diese Richtung. Wenn ich da lang will, müsste ich da irgendwie... So, über das Gebirge. Machen wir. Ich würde jetzt tatsächlich lieber erstmal da diesen Arm entlang gehen wollen. Aber, Moment mal. Da gibt es einen Weg entlang. Okay, okay. Dann machen wir doch erstmal hier das Lager. So. Mal sehen, die sind vermutlich wieder feindlich, aber für den Fall, falls nicht, will ich sicher gehen. Und dann ist eine Ahnengruft, die können wir auch noch machen. So, Ibasur Serschurapal.
Okay, hält einiges aus. Stirb, Abschaum! Oh. Viel mehr als die anderen, die wir sonst bekämpfen. Hat aber nichts für uns. Jetzt du. Wie sieht's bei dir aus? Ihr Enver! Feindlich. Der hält auch mehr aus wie die anderen sonst. Asatlitz Asut Nilamert. Ah, ein Eisenpfeil zurück. Das wollte ich so machen. Okay. Dann du. Sanit Kiel. Ihr Enver. Ein Bogenschütze, genau wie wir. Es gibt kein Entkommen. Okay, das war's. So, der hat 56 Chitin-Pfeile, 2 Eisenpfeile, ein Chitin-Kurzbogen. Nein, das lassen wir. Okay. So, abgenutzte Truhe mit 50 Draken. Und dann ist hier halt noch dieses Skelett. Und da gehen wir jetzt rein. Das hat ja gar nichts. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Andalen-Ahnen gerufen. Kurz nachsehen, wo das ist. Das ist da. Okay, also hier scheint so ein Berg zu sein. Na egal. Speichern. Und rein da. So. Ups. Und Schloss 10. Das war's. Da ist nichts, da ist ein Skelett-Kriegsfürst. Okay. So, Urne mit Knochen. Nee, sonst ist hier nichts. Dann haben wir. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade. Mann. Eisenturmschild. Das ist eine normale Urne. Urne. Feuerschild? Ach nein. Urne. Ah, Salzreis. Hier haben wir einen Stahlspeer. Knochenmehl. Knochenmehl. 2 Eisenpfeile. Skelett mit Knochenmehl, Leder am Schiene rechts, Nordlederschild, Leder am Schiene links und ein Holzstab. Cool. Urne. Gut. Ah. Hier geht's aber noch wohin, oder? Nein? Aha! So. So. Hier haben wir ein paar Kräuter. Hier haben wir auch ein paar Kräuter. Da haben wir ein Schloss zum Knacken. Sehr schön. Ein teurer Ring. Nein. Nein. Eine Falle zum Entschärfen. Ein Drake drin. Okay. Skelettfürst. Jetzt haben wir wieder einen gewöhnlichen Seelenstein. Und 5-mal Knochenmehl. Mist, was mache ich denn?
Okay, ich wollte jetzt den zweiten angreifen, damit wir jetzt nicht, also dass wir nur einmal im Kampf sind und die Musik nicht wieder spinnt, aber irgendwie wurde der Angriff von der Tür, glaube ich, absorbiert. So, das war's, glaube ich. Dann haben wir einmal den. Ach, den hatten wir ja schon. Den hier haben wir noch. Zweimal Knochenmehl. Hier haben wir Knochenmehl. 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 Was haben wir hier? Ein teurer Ring. Alithaut. Das war's. Jahresmitte! Schwerrüstung auf 18 Punkte. Nehmen wir mit. Knochenmehl, Knochenmehl und Knochenmehl. Das war schön. Das fand ich jetzt echt toll, dass wir hier ein neues Buch gefunden haben. So. Kurz speichern. Wir haben das ja jetzt fertig. Diese Ahnengruft. So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt weiter? Also hier geht's weiter und dann geht's einmal hier nach links und einmal hier nach rechts. Und ich würde, hier rechts geht's am Fest dann weiter und ich würde gerne die Landzunge hier entlang gehen. Alter Reich. Denn die haben wir schneller durch. Da gibt's nicht viel zu tun. Oh! Ratten, geil! Erkrankt. Normale Ratte. Was? Keine Seele? Na toll. Keine Seele gefangen. Wie sieht's bei dir aus? Erkrankt! Ja, Seele gefangen! Sehr schön, wieder ein bisschen weniger. Da vorne ist ein Lied. Hey, da ist ein Weg. Das ist schön. Den geben wir mal kurz dann. Gehen wir ihn jetzt oder später? Gehen wir ihn jetzt. Ich würde interessieren, wo der hinführt. Hierhin also. Ja, sind wir ihn einmal gegangen. Einen Steinweg sollte man gehen, wenn man ihn findet. So, dann hier ist nichts, aber da sind nochmal Alits. Pestkrankheit, der hat nichts für uns. Und hier ein erkrankter Alit, der hat eine Alithaut für uns.